Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrum zu einem neuen Part. Kirby Planet Robobot mit dem Zwergenfürst, würde ich sagen. In Welt 6 orbitale Offensive. Hier habe ich ein Level und den Schalter zu Welt 1. Okay. Nur ein Level? Okay. Trauen wir uns mal rein? Ist klar. Ein epischer Bildschirm. Sieht nach einem richtig geilen Level-Design aus. Oha, und da bin ich fast gestorben. Da geht's hoch. Zack, da geht's noch weiter hoch. Und da geht's noch weiter. Oha, nicht runterfallen. Na, wenn das mal nicht geil wird, dieses Level. Kirby ins Raumschiff. Da schwebt er hinein, während sich das Loch schließt. Und er ist im Raumschiff. Im H-Raumschiff. Was auch immer. Alter, ist das mal ein nices Level-Design. Das sieht doch mal richtig nice aus. Nicht? Das sieht doch mal episch aus. Sieht ziemlich final aus, würde ich sagen. Und das ist unser Bossgegner. Unser Endkampf. Oder? Das sieht doch schon nach einem finalen Gegner aus. Oha. Getroffen. Elektro. Okay. Ah, Psycho. Jetzt einfach mal alles ausprobieren hier. Die Energie hier nehmen, die wir kriegen können. Weiter durch die Säulen. An der Statue des großen Mannes vorbei. Dann wird das heute der finale, letzte Part sein. Wir wissen es nicht. Wird uns heute der letzte Bosskampf bevorstehen? Wir wissen es in der Tat nicht. Das können wir noch nicht sagen. Aber wir kämpfen uns voran. Und zwar ganz oben. Wir schummeln uns da irgendwie durch, aber ja. Wie wäre es denn hier mit mal die Blume auslösen? Da gibt es ein kleines Sternchen für. Och, wie süß. Kleines Sternchen. Oha, Bomben. Sollte wirklich mal oben weiter lang gehen und nicht da unten. Die Bomben, die schaden mir sehr. Okay. Der Helfer hier, der... Nee, das ist nicht DDD. Aber der Dingens hier, der hilft mir mit Energie. Und hier haben wir zwei Optionen hier. Einmal den Ninja und einmal den Stein. Stein finde ich doch gut. Das war's für Zwerge. Zwerge bestehen ja bekanntlich aus Steinen. Wurden aus Steinen gemacht. Bestehen nicht aus Steinen, aber wurden aus Steinen geschaffen. Zack, zack, zack. Wie war nochmal der Angriff? Kommt vor, wenn man lange nicht mehr Kirby spielt. Mit Y. Mit B, ja, mit B. Okay, hier ist ein Gegner. Security-Drohne. Okay, gut, dass ich nicht weiß, wie man angreift. Ah, okay. So verletze ich den irgendwie. Aber mich nicht. Wenn der auf mich fällt, verliert er einen KP. Zack. Oder? Nee. Doch nicht. Ha, da könnt ihr mir gar nichts. Na komm, renn gegen. Ha! Na komm. Ich glaube, das bringt relativ wenig, oder? Bringt das irgendwas? Doch, wenn ich gegen den springe, dann bringt das was. Und schützt vor den Drohnen dort. Puppa! Nein! Die Energie. Die ist eigentlich Schwachsinn hier. Die Energie. Die bringt relativ wenig. Ist relativ blöd, die Energie. Okay, ich habe ihn schon irgendwie zur Hälfte erledigt, aber... Ist eine ziemlich langsame Variante, den zu besiegen. Zack.
So kann man es irgendwie machen. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich kann mich ständig auslösen. Okay, jetzt habe ich ihn irgendwie besiegt, scheint so, zumindest. Der ständige darauf. Nein, wir haben ihn besiegt. Nice, Zwischengegner geschafft, die Security-Drohne bewältigt. Hier gibt es wieder Heilung, ein bisschen. Das ist aber nett. Von dem großen Boss, das uns Heilung schenkt. Okay. Hier gibt es eine Schatztruhe, auch die wird geschenkt. Hier gibt es den Roboblock. 1 von 3 war sogar der erste, das heißt, 2 sind uns hier noch gegönnt. Ich dachte, hier kommt sofort der Boss-Gegner hier. Der Endgegner, aber da habe ich mich wohl geirrt. Ja, ist auch gut so. Müssen wir erstmal ein Level bestehen. Oh, was war das denn für ein Hieb? Was war denn das für ein Move? Und der Wind trägt uns davon. Und gab es dann hier auch mal ein Lied. Und der Wind trägt uns da sehr. Nein, das war was anderes. Ich habe mich gerade an irgendein Lied erinnert. Weiß bloß nicht welches. Hol mir die Energie. Oh, ist eine Power-Energie. Kann ich durchrennen. Ohne von den Gegnern getroffen zu werden. Zack, 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 zack. Nice. Und weiter. Ja, noch ein bisschen kann ich. Zack. Aber auch wissen, wann es vorbei ist. Ha, jetzt hier kann ich noch ein bisschen schaden. Zack, 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 zack. Das ging schnell. Und durch diese Energie ging das sehr, sehr schnell nicht. Da haben wir schon die nächste Security-Drohne besiegt. Security-Drohne. So, hier haben wir Schalter. Oha, Gegner. Das war der falsche Schalter. Ja, aber die ist die richtige Schalter. Die, der richtige Schalter, genau. Okay, ich muss ja da gar nicht hin. Ich muss ja nur den Roboblock abholen. Dann wieder zurück. Gut, dass ich das zweite nicht aktiviert habe. Also das dritte. Die dritte Schalter. Hier geht's weiter. 2 von 3 Roboblocks haben wir schon. Das heißt, wir sind vielleicht gleich am Ende des Levels und am Anfang des Bosskampfs. Ich fürchte, das ist alles hier in einem Level. Und das würde ich zumindest erwarten. Ha! Ich hau dich von hinten. Darunter. Nein, nicht du sollst darunter, Kirby. Der Typ musste darunter. Bogenschütze! Unser Bogenschütze aktiviert. Langsam! Vorsichtig! Vorsehen! So, dadurch. Dankeschön. Und schon wieder einer von diesen Fratzes. So, langsam und durch. Wie viele sind denn hier? Wie viele Gegner? Nein, das war falsch. Das war doch falsch. Wir müssen immer den von dem... Ach du Kacke. Sind wir hier eingesperrt. Wir hätten eigentlich das von dem Dingens nehmen müssen. Von dem Schurken. Ich nehme den mittleren. Den muss ich nehmen. Zack, mittlerer, besiegt. Ha, wieder hoch, in die Mitte, in die Mitte. Nicht von den Gegnern, anderen Gegnern besiegen lassen. Oh. Hier gibt es einen Sticker und weitere. Schön, dieses Level-Design. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Das begrüße ich sehr. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Huha, da geht es unten zu einem Sticker. Ah, das war richtig. Und hoch. Nice. Nice. Da muss ich jetzt meine Energie ablegen. Den will ich haben. Den will ich einsaugen. So, jetzt bin ich Spiegel. Ach so, das war ein Spiegel. Interessant. Ein Bandit mit Spiegel besiegt. Und voran, das ist das Ende des Levels. Uns fehlt zwar noch ein Dingens, ein Roboblock, aber huha! Komm! Den Endgegner schaffen wir hier noch. Nein, nein, den Zwischengegner. Endgegner ist es nicht. Ich bin sehr geschwächt. Das könnte tragisch werden. Uha! Das war in der Tat tragisch. Okay, jetzt nehmen wir nicht den Spiegel. Nehmen wir vielleicht was danach. Hier den Bandit. Peitsche! Und Jana Kirby ist wieder back am Stissel. Und Jana Kirby ist wieder da. Uha! Dann feuer mal los. Peitsche, nicht feuern. Huha, hoch. Hoch mit dir, Kübi. Hoch. Okay. Der klaut mir meine Energie. Na komm. Komm runter.
Spatz. Das schadet ziemlich viel, diese Sterne. So, jetzt bin ich einmal wieder Peitschen, Kirby. Zank, 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 zank. Hau drauf mit der Peitsche. Okay, die bringt zwar ein bisschen weniger, aber... Wow! Da kann ich noch nicht drauf landen. Zack! Ich muss erstmal den hier besiegen. Zack, 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 der fällt jetzt die Minen auf den Boden. Ich lass mich nicht besiegen! Von den Minen. Ja, besiegen. Seit wann reimt sich besiegen auf Minen? Und hau drauf! Hau drauf, Kirby. Hau drauf, macht's kaputt. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Die Mine. Zack, 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 zack. Zerkloppt. Bekloppt, zerkloppt. Und da hoch. Heilung und rein da. Rein durchs goldene Tor. Zack, durchs goldene Tor. Zack. Haben wir es mit 2 Robux geschafft. Perfekt. Bonusspiel. Jetzt. Ja. Auch akzeptabel. Kann man so machen. Und jetzt ein Bossgegner oder was? Direkt im Anschluss. Nur, das wäre unglücklich. Das wäre komisch. Mal sehen, was uns erreicht jetzt hier. Was uns ereilt. Was wir jetzt noch machen müssen. Du hältst den Sticker. Skizze Taranza. Wer auch immer Taranza ist. Du hältst den seltenen Sticker. Logo Haltmann OHG. Na dann, wie geht's weiter hier? Hinauf geht's weiter hier. Zu Level 2. Okay, haben wir wohl doch hier 3 Levels in diesem Part. Geht's nach oben weiter, nicht nach links und rechts. Perfekt. Dann auf in Welt 2. Quatsch, in Level 2 von Welt 6. Injana Kirby in utopischen Raumschiff-Levels. Okay. Ist ja spitze. Okay. Das vorige Level sah besser aus, aber... Oh, das sieht auch sehr utopisch aus, aber ich fand das doch wohl schöner. Diese Laserstrahlen und so, das gefällt mir nicht so sehr. Das ist nicht so toll designt. Warum designt man nur das erste Level so toll? Oh, ein Scrolling-Level habe ich jetzt erst bemerkt. Holla. Holla, die Waldhexe. Weiter hier, weiter voran. Ach, Schläfer. Nein, 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 nein. Das ist ein eindeutiges Game Over. Was? Ich werde geschoben. Ja, cool. Also doch nicht wirklich ein Scrolling-Level, aber... Oh shit. Oh shit, das ist ein Game Over. Ah, zerquetscht. Das ging doch schon mal. Komm, jetzt müssen wir uns mal irgendwie eine Energie aufheben können, oder? Mal eine Änderung und bis zum Schluss halten, oder? Der hat auch eine Energie. Ach so, der ist der Giftfuzzi. Einsaugen. Mal wieder zurückholen. Da drüber. Da lang, da drüber, da runter. Eine Taktik bilden. Huha! Da unten drunter. Nein, nicht auf das Bett. Das ist sehr hinderlich. Ha! Zirkus klauen, Zirkus klauen, Zirkus, 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 Zirkus. Ich glaube, wir brauchen den Zirkus. Ach du Schande. Jetzt habe ich doch wieder alles verloren, oder? Da sagt sich schon, das Level ist anspruchslos. So macht man das. Perfekt. Geil, geil. Wir haben es geschafft. Nach dem endlichsten Versuch. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. Ich hoffe, es wird leichter. Ja, wenn es leichter im Level wird, naja, ist ja nicht zu hoffen. Wie das DS neigen. Das weißt du doch, dass das nicht geht in der Aufnahme. Mann! Ach. Ist doch hier aufnahmemäßig sehr schwer. Mach ich doch schon. Ja komm, gib doch schon. Versuch's noch irgendwie in die Kamera zu halten, damit es irgendwie gut aussieht. Halbwegs. Und sieh den Bildschirm ein bisschen schief. Ja, danke schön. Die hätte man nicht unbedingt einbauen müssen. Das Bildschirmkippen ist nicht unbedingt das Schönste hier. Och nee, und schon wieder so ein Gerät. Was willst du von mir spielen? Das sieht doch dann später blöd aus in der Aufnahme. Das jetzt hier auf den letzten Metern sein. Versau die Aufnahmen doch immer, wenn ich sowas mache hier. Das sieht doch nix. Sieht doch wieder arschbescheuert aus. Ich hab richtig Angst um diesen Part, wenn ich sowas mache. Schlemmmonster besiegen. Und runter. Och nee, schon wieder so ein Vehikel. Bitte nicht alle wieder von vorne. Auch doch alle wieder von vorne. Oh.
Alter. Ich mach das mal ein bisschen außerhalb der Kamera und dann sehen wir uns gleich wieder. Das müssen wir schon wieder machen hier. Haben wir es dann mal geschafft. Ich habe das schon mal ein bisschen offscreen gemacht. Das war nur noch dieser eine Weg, wo ich dann mal dran vorbeigefallen bin. Muss diese Interaktion sein? Ja gut, kann es aber jetzt auch mal vorbei sein. Kann jetzt mal vorüber sein. So, den wieder steuern hier. Dankeschön, Roboter hier, dass du mir hilfst. Schön, schön. Mal aufpassen. Juhu! Juhu! Genau, juhu! Nicht vom Gegner getroffen werden hier. Ha, da drüber. Auch gucken, was auf der anderen Seite passiert. Und was auf meiner Seite passiert. Huha. Oh Scheiße, wie soll ich denn da rüberkommen? Wie erledige ich das jetzt mit dir? Nicht dort abstellen. Ich kann auch nicht fliegen mit der Dinger in der Hand. Tja, vielleicht erledige ich den so hier. Ja gut, alles gut und schön, aber du musst da irgendwie hin. Komm, weiter nach vorne, weiter nach vorne. Ah, so geht das. Schön, schön. So macht man das. Ah, wäre ich nicht drauf gekommen. So, dann geht es da oben weiter. Hier in die Gegend laufen. Ah, interessante Lösungsansatzweise. Dings. Kann man so machen. Ist interessant. Und drüber springen und weiter. Huha. Da lang. Hops. Hops da drüber. Oh. Verschiedene Rätsel in einem Spiel. Hier gibt es einen Bonus. Und eine Sache, die ich mir aussuchen kann hier. Ich nehme Gift oder Regenschirm. Ich nehme Gift. Ich möchte Gift. Dankeschön. So. Kommt der hier mal mit runter? Oha. Ist auch noch so ein Gegner hier. Okay, so kann man den auch besiegen, den Gegner. Kann man so auch machen. Dann spart man sich den Kampf gegen den Bot hier. Ja, gegen die Drohne. Auch mal lustig. Ein Sandkuchen hier. Ja, in Sandburg. In Pokémon Sonne und Mond gab es ja ein Pokémon, das eine Sandburg war. Das wollte ich mal fangen, aber ich habe es nie gefunden. Schade eigentlich. Och, das Rätsel schon wieder. Alle Rätsel in einem Level vereint oder was? Oha. Okay. Ah, da müssen wir lang. Mit der Batterie. Nur ein bisschen warten. So, dann geht's hier ein One-Up. Ja, nicht der Rede wert, aber nehme ich gerne. So, Schläfer-Kirby. Ich glaube, den einzuschlucken ist hier auch nicht sehr gut. Obwohl, es ist machbar. Obwohl, den würde ich gerne mal wieder sehen. Das wäre vielleicht lustig. Und so, Kirby kann also ohne, also mit vollem Mund nichts heben. Interessant. Gerade hat es in meinem Kopf so ein bisschen Klick gemacht. Und das Kirby irgendwie ein bisschen mit Pac-Man vergleicht. Der Vergleich mit Pac-Man? Pac-Man nicht. Aber Pac-Man. Könnte sein, oder? Könnte doch. So ein bisschen so frisst alles, was er in die Hand kriegt hier. Habe ich die Batterie verloren? Nein! Ich habe die Batterie verloren. Schande. Kann ich mich auch gleich umbringen hier. Komme ich ja nicht weiter, oder? Komme ich hier überhaupt jetzt weiter? Ja, aber ich bekomme den Roboblock nicht. Ah, schade, schade, schade. Übel, übel, sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand, wo ihn keiner mehr fand. Allerhand meinte die Wand und las den Dübel übel. Zitat Ende. Ich muss nicht mehr sagen, von wem. Ist bekannt. Zack. Okay. Hätte ich hier vielleicht einen Roboter mitnehmen sollen? So sieht es hier vielleicht aus. Sieht sehr unübersichtlich aus. Ich klicke aber mal auf alle Schalter hier, die ich finde. Ich werde es bestimmt nachher nicht bereuen, dass ich alle Schalter gedrückt habe hier. Oha, Kürbis Energie ist fast gänzlich am Arsch. Okay. Hier ist noch was ich nicht betätigen konnte. Ah, da hätte ich erstmal zerbomben müssen. Oha. Das werde ich jetzt eventuell bereuen, aber
Und was soll es? Ich habe mein Bestes getan. Schwebt, Kirby, vielleicht kannst du oben rüber, ja. Vielleicht geht das so. Uha, natürlich nicht, wenn du besiegt wirst. Ah, erledigt. Okay, jetzt habe ich meine Energie verloren, meine Kraft, aber dafür habe ich den Schurken besiegt. Den Schurken auf die Gurken gehauen. Sprechen kann er nicht, der Zwergi. Okay, jetzt hier nicht wieder an Gegnern sterben. Nice. Und da habe ich den Rumoblock bekommen. Jetzt muss nur das Level überleben. Ans Ziel mit mir. Da ist das Ziel. Zack, zack, zack. Jetzt hier nicht drauf gehen. Spitze. So, Bonus-Level. Incoming. Bonus-Spiel, meine ich. Und drücke A. Oha, das war mies. Miserabel mies. Nur der 7. Platz. Wie bei Mario Kart. Ja, bei Mario Kart habe ich es nie gekriegt. Du hast den Sticker Kino. Den hatten wir doch schon mal, oder? Und Level 3. Boah, sieht aus nach Level 3. Ich mache jetzt noch Level 3 und Level 4 und 5. Das machen wir dann im nächsten Part. Schaut so aus, als ob es auch hier noch einen Level 4 und einen Level 5 geben würde. Und ein Bosskampf dann im nächsten Part. Juhu! Vielleicht dann sogar schon das Finale im nächsten Part. Wer weiß, wer weiß. Das könnte sein. Jetzt müssen wir uns erstmal durch dieses Level noch schlagen hier. Der Gegner war ziemlich zäh. Okay, hier sollte es irgendwo einen Robobot geben. Achso, ja, ja, ein Robobot. Lange nicht mehr gehabt. Na dann, dreh dich, Rädchen. Zack, zack. Wie willst du das haben, Spiel? Auf wie? Ja, so wahrscheinlich nicht. So wahrscheinlich eher weniger. Vielleicht so hier. Kann man das so machen. Was willst du von mir, Spiel? Okay. Macht das irgendeinen Sinn? Und gibt das später irgendeine Sache oder macht das irgendwie einen, erfüllt das irgendwie einen Zweck? Macht das einen Sinn? Vielleicht, dass ich hier dran kann. Vielleicht käme ich ohne nichts mit der falschen Kombination da nicht dran. Ich weiß es nicht. Zack, den eingesaugt. Jetzt bin ich Bomben. Bomben glaube ich jetzt nicht mehr. Das ging ja schnell weg. Zack, zack. Da hoch. Alles zerstöre. Alles kaputt mach. Na komm. Ich habe es auch. Elektro-Fuzzi. Damit kann ich Roboter ganz gut zerstören. Bin hier scheinbar in einer Art Roboterfabrik. Scheint eben ein bisschen so zu sein. Ich würde sagen, hier hoch. Nein, da den Schalter betätigen. Ja, ich kann da nicht. Also muss hier lang. Okay, ich nehme den Weg, den ich kann. Ich weiß, ich habe da wahrscheinlich einiges stehen lassen, aber muss auch so jetzt zurechtkommen. Oha! Giftiger Dampf. Giftiger Nebel. Das ist nicht gut. Zack! Schneemann! Willst du einen Schneemann bauen? Nein, will ich nicht. Will sie besiegen. Huha! Giftiger Dampf! Nein! Nichts treffen lassen. Also die besiegen hier. Die Bots. Da kommen wir doch relativ schnell voran. Eis! Jetzt bin ich selbst ein Schneemann, oder was? Brauche ich keinen mehr zu bauen. Im Herbst. Im Spätherbst. Zack, zack. Zack, zack. Und auf das nächste Türchen. Und weiter voran. Immer weiter voran. Den kleinen Fratz hier besiegen. Tut mir schon fast weh, solche kleinen Fratze zu besiegen. Wenn sie keine Gegner wären. Brauche ich Elektro dafür, oder was? Dann schluck ich doch den hier mal ein. Ja, und der ist Elektro. Dann aktivier mal hier. Zack. Okay. Achso, zack. Und dann. Zzt. Da gibt es einen Hinweis. Okay, da muss ich nochmal kurz. Merkt's euch. Schneemann, Feuer, Blitz. Schneemann, Feuer, Blitz. Schneemann, Feuer, Blitz. Merken. Schneemann, Feuer, Blitz. Schneemann, Feuer, Blitz. Schneemann, Feuer, Blitz. Brauche ich den Schneemann? Nein! Brauche ich den Schneemann? Oha. Das habe ich ordentlich vergeigt. Ja. So viel dazu. Vielleicht kommt der ja irgendwann mal wieder. Schneemann, Feuer, Blitz.
Stehmann. Und damit dich hier besiegen. So, Schneemann. Dann hebe ich dich mal an. Anheben, sagte ich. Und wohin damit? Da hoch oder was? Ja, ich weiß, der schmilzt. Das ist nicht so gut. Schneemann. So, Feuer brauche ich als nächstes. Feuer, Feuer, Feuer. Gebt mir Feuer. Ich will einen rauchen. Nee, Spaß. Ich rauche doch nicht. Rauchen ist böse. Ich bin wirklich kein Raucher. Hier, Schneemann, Feuer. Jetzt ist der dann Feuer. Ich weiß nicht. Irgendwo muss hier Feuer und Blitz noch sein. Oha. Das Teil schmilzt hier. Das ist schlecht. Und ich muss es bis zum Ende bringen, oder was? Ah, ja. Ich muss es bis zum Ende bringen. Das hätte ich so gern gemacht jetzt hier. Mit dem Schneemann hier in den Kopf aufgesetzt. Was nicht geht, geht's nicht. Schade, schade, aber muss so. Hätte es vielleicht einen Roboblock gegeben, aber übel, übel. Da ist kein Schatz drin. Ja, ich weiß, ich hab's vergeigt. Ich hätte einen Schatz drin gehabt, wenn ich's richtig gemacht hätte, wenn ich mich besser angestrengt hätte. Den habe ich eingefroren. Jetzt frierst du ein. Frierst du ein. Nun, wo soll ich hoch? Hier hoch. Nicht mehr suizidär sein, Kirby. Du bist schon dort raus. Du musst es jetzt weiter schaffen. Oh, das ist das goldene Tor. Aber dazwischen steht ein Rätsel, das wir noch klären müssen. Okay, der kämpft noch ein bisschen. Zack, den muss noch besiegen. Okay, da oben die Aktion. Ich muss das durchschneiden. B. Den Endskin. Und jetzt. Kaboom. Jo, da wollte ich hin. Na, der Sticker ist mir relativ egal jetzt gerade. Ich will nur das Level schaffen jetzt hier. Ich will den Part beenden. Na komm. Da rein. Rinne. In die goldenen Türchen hier. Und jetzt noch das Bonusspiel. Und dann muss ich mich von euch leider schon verabschieden. Leider. Ja, das finde ich so traurig. Finde ich so schade. Ich würde ja gerne noch weiter spielen, aber die Partlänge und so weiter und so fort. Ja. Genug übertrieben hier. Zweiter Platz. Supu. Was wollte ich gerade sagen? Supu. Was ist denn das für ein Wort? Naja, hier geht's dann weiter in der utopischen Raumschiffwelt. Und Level 5 und den Bosskampf, den finalen Bosskampf eventuell. Bis dahin habt noch eine angenehme fröstliche Zeit. Gehabt euch wohl. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr ja nichts verpassen wollt. Und das nächste drinne. Ciao, ciao, adios. Bis zum nächsten Part.